Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Let's Play. Ja, es ist relativ still, wundert euch nicht. Tiny Big Grandpa's Leftovers ist zu Ende und deswegen spielen wir jetzt Evoland oder Evoland, EVO-Land, keine Ahnung. Ja, was kann man dazu sagen? Es ist ein Indie-Spiel von Steam und so wie es jetzt aussieht, wir können uns nicht bewegen, außer wir können nur nach rechts gehen. Wir haben nicht freigeschaltet, rechte Taste. Hier scheint es eine Truhe zu öffnen zu geben. Ich spiele das jetzt leider mit Tastatur. Eigentlich wollte ich mit einem Gamepad spielen, aber ich habe keins. Also ich hätte eins, aber das wird von meinem Rechner nicht erkannt und Treiberinstallation funktioniert auch nicht. Ich werde mir aber demnächst nochmal ein Xbox 360 Gamepad für den Rechner holen. Aber das ist jetzt auf die Schnelle nicht mehr gegangen. Deswegen spielen wir so. Machen wir doch erstmal rechte Taste. Freigeschaltet, linke Taste. Immer nach rechts gehen ist öde. Freigeschaltet, 2D-Bewegung. Ein Glück, ihr könnt nämlich sonst nirgendwo hingehen. Ja, jetzt können wir schon mal hoch und runter, aber immer auf diesen Kästchen. Vielleicht kennt ihr es ja von älteren Spielen. Wie, was gab's noch? Pokémon hat das, glaube ich, immer gehabt. Wenn wir gehen, können wir zum Beispiel auch nicht runtergehen. Es würde gehen, aber erst, wenn ich so einen Kasten habe. So, dann. Freigeschaltet, einfacher Bildlauf. Ihr möchtet sehen, wohin ihr geht, stimmt's? Ja, auf jeden Fall. Musik kommt auch noch gleich dazu. Wundert euch nicht, den Anfang kenne ich ein bisschen. Freigeschaltet Soundeffekte. Dadurch wird das Spiel gleich lebendiger. Ich bin jetzt mal etwas stiller gewesen, denn wir haben einen G-Sound. Zack. Freigeschaltet glatter Bildlauf. Erspart euch einiges an Kopfzerbrechen. Ja, das glaube ich auch. Zu der Kiste kommen wir nicht. Kommen wir, denke ich, mal später hin. So, hier geht's runter. Freigeschaltet ein Schwert. Jetzt könnt ihr böse Monster töten und Gebüsch niedermähen. Zack und zack und zack und zack. Zack. Es ist ehrlich angenehmer, das mit Gamepad zu spielen, denke ich mal. Freigeschaltet, Monster. Vorsicht, berührt sie nicht. Ich denke mal, sie töten uns. Das hört sich geil an. Das hört sich ehrlich geil an. So, wir gehen aber nochmal zurück. Vielleicht gab es ja noch Gebüsche, wo wir eben nicht durchgekommen sind, weil wir konnten die eben noch nicht mal durchlaufen. Gibt es hier denn irgendwo Gebüsche? Hier nicht. Hier sind Steine. Kann ich die kaputt machen? Nee. Gebüsch, hier ist Gebüsch. Zack, 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 zack. Freigeschaltet, ein Stern. Sammelt alle versteckten Sterne in Evoland. Okay, also es gibt anscheinend auch so. Ich habe vergessen, wie sie heißen. Verdammt, ich wollte das nachschauen. Hier kommen wir auch noch runter. Na, ich hab's vergessen, egal. Freigeschaltet, die Karte Octorak. Eine neue Karte, um Doppelzwilling zu spielen. Was ist Doppelzwilling? Ich habe keinen blassen Schimmer. Na egal, werden wir, denke ich mal, noch alles herausfinden. Und bis jetzt sieht das ja noch relativ öde aus, aber es ist nicht die ganze Zeit so ein 2D-Spiel. Das weiß ich schon aus dem Trailer. Es wird später auch noch 3D. Und da will ich. Das finde ich wirklich interessant, wie das gemacht wird. Freigeschaltet, Musik. Evoland Melodie, seit 2012 ganz oben in den Charts. Ja, die ist nämlich geil, das muss ich schon sagen. Wo bin ich hier? Freigeschaltet Speicherpunkte, eine Entwicklung, die Computerspiele für immer verändert hat. Spiel gespeichert in Sicherheit. Das ist geil. Den können wir auch nicht kaputt machen. Okay, hier geht's weiter. Und was kriegen wir jetzt? Freigeschaltet ein Stern. Ah, schon wieder ein Stern. Lass mal was. Freigeschaltet die Karte Fledermaus. Eine neue Karte, um Doppelzwilling zu spielen. Anscheinend ist Doppelzwilling irgendwie so ein Spiel in einem Spiel. So wie ich das bis jetzt verstehe. Weil zu spielen und dann Karten in einem Spiel. Also man spielt. Freigeschaltet 16 Farbenanzeige. Oh mein Gott, Farbe. Oh, da kam Gegner. Errungenschaft freigeschaltet. 16 Colors. Ich weiß immer noch nicht, ob ihr die. Das ist geil. Also. Mir gefällt es auf jeden Fall schon mal sehr, 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 sehr gut. Ich schwärme von Spielen, obwohl ich noch nicht mal wirklich angefangen habe, aber egal. Ein Stein. Nein, Game Over. Drückt Aktion, um zum Titelbildschirm zurückzukehren. Warum eine Titelbildschirm? Ich dachte, ich habe einen Speicherpunkt. Oder kann ich jetzt. Ah, ich kann noch fortfahren gehen. Komme ich dann zum Speicherpunkt? Tapp alle Kisten noch oder muss ich die noch einsammeln? Ich muss sie noch einsammeln, aber das ist ja kein Problem. Also ich denke mal, wir werden noch öfter sterben, weil in so welchen Sachen bin ich überhaupt nicht gut.
dass ich irgendwie getimed dann da die Gegner töten muss. Aber wir holen uns natürlich hier alles nochmal. Ist ja auch kein großes Ding bis jetzt gewesen. Wir speichern lieber nochmal. Direkt zweimal, warum denn nicht? Oh mein Gott, Farbe! Bam! Können wir eigentlich... Ja, beim Gehen können wir auch schlagen, okay. Ah, wir können sogar wieder umdrehen. Ja, in beide Richtungen. So. So, ich weiß gar nicht, wie wollen wir die Viecher nennen? Schreibt mal einen Namen für die Viecher in die Beschreibung. In die Beschreibung, in die Kommentare. Was ist das hier? Da kommen wir nicht durch, okay. Will die töten? Geht doch. Ich werde die droppen früher oder später nochmal was. Wir, oh, ah, Speicherpunkt. Gute Sache. Nächste Kiste. Evoland, a short story of adventure video games evolution. Nach jahrhundertlangem Frieden trat eine uralte böse Macht zurück ans Licht, um die Welt von Evolandia zu bedrohen. Ihr seid eins der wenigen verbleibenden Mitglieder des Ordens der Drachenritter, dessen Aufgabe es ist, die Welt zu bereisen, um in den Notleidenden zu helfen und das Böse zu bekämpfen. Danke des jahrhundertlangen Friedens hattet ihr in letzter Zeit nicht gerade viel zu tun, aber es sieht ganz so aus, als würde es... Ich hab's nicht zu Ende gelesen. Freigeschaltet. Handlung. Eine kurze Geschichte, um euch in diese neue Welt einzuführen. Errungenschaft freigeschaltet. Storyline. Das war etwas schnell. Fand ich auf jeden Fall. Freigeschaltet. 256 Farbenanzeige. Das ist schon fast echte Grafik. Stimmt's? Ich muss sagen, ich liebe so welche Spiele. Also auch in der Grafik. Und ich habe auch nichts gegen alte Grafik in Spielen. Ich wollte das Viech töten. Oh. Ich glaube, jetzt haben wir noch 16 Bit, ne? Ja. Storyline. Kann ich das wegklicken? Kann ich wegklicken? Kann ich wegklicken? Kann ich wegklicken? Ah, ich kann es schneller machen. Warte, das Aufgabe ist die Welt. Dank des jahrhundertlangen Friedens hattet ihr in letzter Zeit nicht gerade viel zu tun. Aber es sieht ganz so aus, als würde sich das bald ändern. Da ist wenigstens zu Ende gelesen. Ich weiß gar nicht, ob ich schon weiter muss oder soll oder. Darf, kann. So. Jetzt die 256 Farben. Ich wollte das Viech erst töten. Aber wir gehen erst nochmal zurück, bevor wir da oben weitergehen. Scheint mir so, als ob es da wirklich weitergehen würde. Und wir gehen speichern. Einfach, weil wir es können. Kiste. Freigeschaltet. Ein Stern. Wieder mal. Weiß gar nicht, wie viele Sterne. Also, ich habe wirklich fast keinen Schimmer über dieses Spiel. Auf jeden Fall respawn die Gegner, habe ich gerade bemerkt. Warte, kann ich ihn kaputt machen? Nein. Auf jeden Fall respawn die Gegner, denn da ist wieder so ein Oktopus-Ding. Wo wir da ja schon waren, glaube ich. Waren wir da schon? Ja, hier sind wir nicht weitergekommen. Okay. Speichern. Wenn das Spiel mir das schon bietet, dann speichere ich natürlich auch. So, jetzt geht's da oben weiter. Ah, hier kann ich auch speichern. Da kommen wir aber nicht durch, also kann ich nicht speichern. Ach, beide tot. Freigeschaltet. Zeichenanzeige. Zum Glück scheint euer Held diese Zeichen lesen zu können. Schilder? Was zeigt denn das Schild? Diese Fahrt ist nur für wendige Abenteuer geeignet. Also kommen wir da nicht durch. Tot. So, wo gibt's denn hier das nächste? Da ist noch eine Kiste. Der Dimensionsstein versperrt den Weg. Versuche es mit dem Pfad im Osten. Freigeschaltet. Freie Bewegung. Zeit für das Action-Abenteuer. Was ist denn jetzt frei? Wir können schräg laufen. Oh. Jeha. Kommen wir da jetzt auch durch? Ja. Speichern. Oh, Gegner. Oh Mann. Komm, fortfahren. Irgendwie war ich da gerade schlecht. Sie von hinten treffen? Ja. Jedenfalls scheint das denen mehr Schaden zu machen. Ja, es tut es. Okay. Wie jetzt? Warum? Oh, ich konnte ihn nicht schlagen. Also ich muss ihn anschlagen, muss warten, bis er geht und dann kann ich ihn töten. Alter.
Ich bin gerade sowas von schlecht, ey. Ich brauche echt ein Gamepad. Ich lasse die jetzt einfach mal leben, erstmal. Boah, ich habe ihn angelaufen. Freischaltet, Inventar, drücke Tab. Wir haben wir bekommen anscheinend noch Bomben und einen Bogen. Ich laufe da jetzt immer hin und... Ich darf den noch nicht mal... Boah, ich bin schlecht. Zack. Oh, erster Tod. Endlich, ey. So. Jetzt komm hier, du zweiter doofer Ritter. So. So. Letzter. Oh, freigeschaltet. Fahrt freigeschaltet. Alle Monster zu töten ist bei eurer Quest mitunter hilfreich. Hier kommen wir nicht weiter. Ich will da aber weiter. Wir speichern. Aber ich glaube, die Gegner kommen ja eh wieder. Inventar. Also wir haben Inventar auf jeden Fall schon mal. Freigeschaltet, Überwelt. Die Welt zu erforschen ist nett. Nehmt euch aber vor zufälligen Begegnungen in Acht. Bleiben wir einfach mal auf dem Weg. Kiste. Freigeschaltet, rundenbasierter Kampf. Gehen wir zu einem anderen Kampfstil über. Auch kommen jetzt hier Zufallsgegner. Ja. Angreifen. Das fiel ich. 9. Angreifen. 10. Tot. Ihr habt 50 Gliss gewonnen. Was ist Gliss? Ich weiß gerade ehrlich, was das ist. Freigeschaltet, Mode 7. Sah fantastisch aus, als es seinerzeit 1990 eingeführt worden ist. Höh, 3 Slimes. Erstmal auf den vorderen. Angriff. Was kann ich eigentlich noch machen? Gegenstände. Nein! Ich wollte nicht laufen. Ich kann auf jeden Fall flüchten, aber die greifen vorher nochmal an. Okay, gut zu wissen. Freigeschaltet, Ortsname. Hier fahrt ihr die Namen der Orte, die ihr bereits preist. Ich muss ja nochmal rein, damit ich Namen weiß. Die Wiese. Sind ja komische Ritter. Oh, wie viele denn? Speichern. Erstmal hier rumlaufen, vielleicht finde ich hier noch irgendwas. Nein, ich muss die Typen töten. Na. Oh. Doof. Ah, 3 Schläge und dann sind sie tot. Okay. Hab nichts gesagt. Nächster. Na, jetzt geht das ja schon relativ gut. So, und komm, vorletzter. Und jetzt kommt der letzte. Yes! Freigeschaltet, Truhe freigeschaltet. Alle Monster töten kann ebenfalls Schätze freischalten. Freigeschaltet, Dorf. Warum ist die Musik in Dörfern immer so nervig? Ich muss sagen, ich finde die gar nicht nervig, ich finde die sau geil. Und mein Speicherpunkt ist weg und ist kacke. Alter, ein Dorf, das ist ja cool. Okay, anscheinend können wir nur nicht in Häuser gehen, oder vielleicht können wir es nie, ich weiß es nicht. Aber Kiste, 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 Kiste. Freigeschaltet, NSC. Endlich jemand zum Reden. Oder auch nicht. Tut mir leid, mit Kindern rede ich nicht. Der ist böse. Was ist denn NSC? No Spieler Controlled, oder was? Lasst mich in Ruhe und spielt mit den anderen Kindern. Nein. Es gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Was macht ihr hier? Kinder gehören ins Bett. Nein. Wenn ihr nicht lieb seid, kommt der böse Kefkas Geist und frisst euch auf. Will nicht von einem gekifften Geist aufgefressen werden. Habe ich den Typen schon angequatscht? Ja. Geh mal hier nach links. Das ist ein Kind. Erwachsene sind nicht lustig. Sie beschweren sich ständig über uns Kinder. Wenn ich bloß den Wachstumssamen essen könnte, dann wäre ich kein Kind mehr. Der Samen, den ich gefunden habe, ist aber in den Brunnen gefallen. Dort unten ist es dunkel und ich habe Angst, ihn zu holen. Also heißt es im Klartext, ich muss im Brunnen springen. Gibt es hier unten denn vielleicht noch irgendwo etwas?
Ja, aber ich muss sagen, es sieht sehr, sehr geil aus. Das wirklich. Kiste. Freigeschaltet. Häuser betreten. Sie können jetzt beliebig in die Privatsphäre anderer eindringen. Gerne doch. Gehen wir doch hier einfach mal rein. Aber hier scheint nichts zu sein. Nee, hier ist nichts. Kiste. Meine. Freigeschaltet. Gastwirt. Falls ihr etwas müde seid, wartet ein warmes Bett auf euch. Zu einem fairen Preis. Ihr seht müde aus. Möchtet ihr euch gegen 10 Gliss in unserem gemütlichen Gasthaus ausruhen? Ja, warum nicht? Ich weiß gar nicht, ob mir das irgendetwas bringt. Wollt ihr euer Spiel speichern? Yep. Okay, hier können wir unser Spiel jetzt gegen 10 Gliss speichern. Also wenn wir pleite sind, können wir nicht mehr speichern. Das ist natürlich super. Aber bevor wir jetzt in den Brunnen springen, sage ich... Und schaue ich dabei an... Hammergeiles Spiel bis jetzt. Ich hoffe, euch gefällt das Projekt. Wir sehen uns in der nächsten Folge davon. Und diese kommen morgen. Bis dann, Leute. Ciao.